Und ja, ich hoffe, Enrico und die sind schon ein bisschen weitergekommen mit ihrem alten Ritterlied da oder mit ihrem Seefahrerlied. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, machen wir doch noch gleich einen hinterher. Einen richtigen, schönen, alten Shanty. Shanty aus Flandern. Also der ist wirklich schön alt. So, ja, Männer mit Bärten. Ich darf ihn spielen. Ihr auch? Ihr könnt ihn spielen, ihr wollt ihn spielen. Richtig, so. Ganz einfach, ein schönes altes Ding. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie der Begriff dazu war. Also das ist ein Shanty, der beim Vieren und beim Hieven oder beim Lassen, sagen wir mal so, bei den Segeln gesungen wurde. Das heißt, der Takt, also der Arbeitstakt, der liegt immer auf jedem vollen Takt von dem Lied. Das heißt, halb wird angefasst und voll wird gezogen. Ja, Hamburger Fährmaster ist ein ähnliches Ding, wird da aufgesungen. Also, ja, was soll ich noch dazu sagen? So, einen Vorsänger gab es, dann gab es die Gruppe, die nachgesungen hat. Es besteht immer aus einer Hauptzeile. Dann wurde von den anderen alles nachgesungen und wie gesagt, ja, auf dem Haupttakt wurde immer gezogen, die Segel gefiert oder verpasst, in Wind gestellt und so weiter alles. Ja, einfach. Wir fangen einfach an und dann könnt ihr ja selbst entscheiden, ob ihr das Ding mal spielen wollt oder nicht. Also, mir gefällt der wunderbar. So, dann wollen wir anfangen, ne? Also. Ja, wir brauchen dafür die Griffe. Oh, ja, ein bisschen krumm drehen. Ganz einfach. Wir brauchen einmal ein A-Moll, ja. Dann quatschen E-Moll, E-Moll. Oh, schon kaputt hier. Die Wärme macht es einen fertig. So, also E-Moll, dann brauchen wir A-Moll. Ja, A-Moll. Dann brauchen wir ein G. Ja. Und dann brauchen wir ein D. Schon sind wir durch, ja. Also E-Moll, A. Das ist der Schlag dazu, ja. So, alle, die mit uns auf Kaperfahrt waren, ja, alle, die mit uns auf Kaperfahrt waren, müssen Männer mit Bärten sein. Ja, so, und das wird dann wiederholt. Also der Schlag, der geht so. Jedenfalls den ich dafür schlage. Also ich nehme einfach bloß, greift mal alle E-Moll. Den ich dafür verwende. So, alle, die mit uns auf So, und das geht dann so. So, wir fangen an mit E-Moll. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt, da sind wir auf A-Moll, Kaperfahrt war, müssen Männer mit Birnen sein. Ja, und das wiederholt sich dann. Alle, die Kaperfahrt waren, müssen mit Birnen sein. So, dann geht's rüber nach G. Der Jan, der Hein und Klaas und Pitt, da bleiben wir alle auf G. Die haben Birte, ja, also die haben Birte, die haben Birte. Jan, der Hein, der Klaas und der Pitt. Fahren mit, also E, A, D, E. Ja, also E-Moll, A-Moll, D, E-Moll wieder. Ja? So, und das ist alles das, was in dem Lied vorkommt. Ja, also nochmal. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt waren, müssen Männer mit Bärten sein. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt waren, müssen Männer mit Bärten sein. Lars und der Pitt, die haben Bärte, die haben Bärte, der Jan, der Hein, Lars und der Pitt, die haben Bärte, die fahren mit. So, das ist eigentlich schon alles von dem ganzen Lied. So,
Dann die nächsten Strophen, also die zweite gehen, alle die Weiber und Branntwein lieben. Die dritte, alle die Tod und Teufel nicht fürchten. Die vierte, alle die mit uns das Walross schlachten. Die nächste, alle die mit uns im Meer versaufen und alle die mit uns zur Hölle fahren. So, da könnt ihr euch dann alle ja, noch welche ausdenken dazu. Also das ist jedem selbst überlassen, ja. Also versuchen wir es mal einfach. Ich nehme da auch so beim Schlag. So nochmal. Alle, die mit uns auf Kabe vertrauen, müssen Wilden sein. Ja, hier unterbreche ich den eigentlich so. Den einfach. Und spiele drei- oder viermal runter, ja. Also alle, die mit uns auf Kabe vertrauen, müssen Wilden sein. Alle, die mit uns auf Kabe vertrauen. Gleiche, der Klang, der Hein, der Jas und der Bitt, ja? Die haben Werte, die, ja? Die haben Werte, die haben Werte, ja, der Hein, der Klaas und der Bitt, die haben Werte, die fahren mit. Dann kommt das ein bisschen flüssiger rüber, wenn man das so schlägt, also. Naja, es geht mir selbst überlassen. Also, dann weiter. Weiber und Branntwein lieben, müssen Männer mit Bärten sein. Alle, die Weiber und Branntwein lieben, müssen Männer mit Bärten sein. Der Jaum, der Hein, der Lars und der Pitt, die haben Bärte, die haben Bärte. Der Jaum, der Hein, der Klaus und der Pitt, die haben Bärte, die fahren mit. Alle, Teufel nicht fürchten, müssen Männer mit Bärten sein. Alle, die Tod und Teufel nicht fürchten, müssen Männer mit Bärten sein. Der Jan, der Hein, der Lars und der Pitt, die haben Bärte, die haben Bärte. Der Jan, der Hein, der Lars und der Pitt, die haben Bärte, die fahren mit. Das Walross töten, müssen Männer mit Barten sein. Alle, die mit uns das Walross schlachten, müssen Männer mit Barten sein. Der Jaum, der Hein, der Klaas und der Pitt, die haben Bärte, die haben Bärte. Der Jaum, der Hein, der Klaas und der Pitt, die haben Bärte, die fahren mit. Jo. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, wie gesagt, also eintönig immer stramm hintereinander weg alles. So, und zum Schluss, dann lasse ich mir dann immer noch was einfallen, um danach so einen kleinen Lacher reinzubringen. Und dann singe ich und spiele ich immer das hier. Ja. Alle, die niemals epilieren müssen, Frauen mit Beinhasen. Beinhals rein, so ganz ja alle, die niemals epilieren müssen. Frauen mit Beinhals rein, zu Marie, Nicole und die Grit, die haben Beinhals, die haben Beinhals. Marie, Nicole und die Grit, die haben Beinhals, die rasieren wir mit. Ja, man muss wieder was machen für Kneipen. Also versucht's einfach mal, ein schöner alter Shanty. Ne? Wie gesagt, Hamburger Fairmaster ist das gleiche Prinzip, alles immer auf dem vollen Takt. So, 9:28 Uhr, muss aufhören. So, wünsche ich euch viel Spaß. So, ja. Bis zum nächsten Video. So, tschüss, euer Wolle.